Gibt es ein fehlersicheres Gerät, das sich problemlos mit HMI in die Betriebssicherheit integrieren lässt? Ja, es gibt einige Geräte. Sicherheitsschaltelemente, wie zum Beispiel ein Nothalttaster, lassen sich ganz einfach mit unseren Bediengeräten kombinieren. Beispielsweise unsere Keypanels. Diese verfügen über fehlersichere Ein- und Ausgänge, die Sie bereits verwenden können. Aber Hans-Peter, was bringt mir das eigentlich? Hier haben wir zum Beispiel einen Nothalt direkt an einen fehlersicheren Eingang unseres Keypanels angeschlossen. Das spart Ihnen ganz deutlich Vertratungsaufwand. Aber es geht noch weiter, Integration. Zum Beispiel können Sie auf Wunsch unserer Mobile Panels in der zweiten Generation mit einem integrierten, permanent beleuchteten Nothalttaster bekommen. Integration eines Schaltelements oder bei der Bedienung von sicherheitsrelevanten Aktionen, gefährlichen Situationen, haben wir hier auch noch einen sogenannten Zustimmtaster integriert, der in einer bestimmten Stellung gedrückt gehalten werden muss, um sicherheitskritische Aktionen auszuführen. Aber das ist das ganze Thema Integration der Hardware. Wie sieht denn die ganze Projektierung aus? Haben wir da auch integriert, Marcel? Ja, diese haben wir auch im TIA-Portal integriert. Schauen wir uns das Ganze einfach an. Wir starten in unserer Netzsicht und öffnen die Bibliothek. Als nächstes suchen wir uns aus den bereits vorgefertigten Templates, wo auch wieder die Navigation komplett erstellt ist, ein Mobile Panel raus. Wir nehmen einfach das 9 Zoll und binden dies über Profinet als IO-Device an die S7-1500 an. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die fehlersichere Anbindung. Hierzu müssen wir lediglich ProfiSafe aktivieren und wir benötigen dazu natürlich das Passwort. Tja, das ist Safety Integrated im TIA-Portal. Die Einbindung HMI und Sicherheitstechnik in Ihrer Maschinen- und Ihrer Anlagenlösung. Sie brauchen kein zusätzliches System und auch kein zusätzliches Engineering. Tatsächlich, so einfach kann Betriebssicherheit sein.